Heute, am 4. Dezember, ist der Gedenktag der heiligen Barbara. Die heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute. Als Bergbaustadt sollte man sich derer schon gedenken. Normalerweise denken wir das ein, Sulzburg-Rosenberg. Es gibt ja unser Barbara-Feier. Genauso wie in Amberg, in Auerbach, in Königstein und in jeder anderen Stadt, wo Bergleute sind. Aber heuer ist ihm alles ein bisschen anders. Gut, wir dürfen hier drin feiern. Also kann man draus feiern. Im Fischergarten hätten wir das heuer geplant gehabt. Mit einer ökumenischen Andacht, Barbara Sagen und Legenden, Brauchtum, Barbara Zweigeln und sogar der Bergmannstanz war mal wieder aufgeführt worden. Aber, tja, kommen wir auch nicht. So wie ich zum Armin gesagt, weißt du was? Aber wir können trotzdem was machen. Du verzollst, weil Barbara Feier bei uns in Sulzburg-Rosenberg gefeiert wird, weil da hat jede Ortschaft ja ihre eigenen Traditionen. Dann habe ich zu unserem Stadtheimatpfleger gesagt, Markus, du singst die Steigerlied. Der Markus zu mir gesagt, mach ich. Ich frage Bruni, Bruni singt mit. Und jetzt mache ich der Bruni auf dem Weg nur gratulieren zum Namenstag, weil Bruni heißt Brunhilde Barbara. Also, alles Gute zum Namenstag, Bruni. Also, der Markus macht das. Jetzt mal jetzt was sagen. Bei uns in Sulzburg-Rosenberg singt man 3 Strophen und bei Strophe Nummer 3 wird bei uns aufgestanden. Aber, mei, jetzt habe ich bloß eine Tonspur von Markus und von der Bruni. Jetzt habe ich einen Graus-Erwin angerufen. Erwin, du musst mir jetzt Bildchen schicken von der Barbara-Feier, weil es früher war. Der Erwin hat mir das geschickt. Und ganz zum Schluss von unserem Video könnt ihr das Steigerlied hören und mit Bildchen von der Barbara-Feier, weil es früher war. Jetzt reden wir immer von der Barbara und ganz viel, die sich das anhören, wissen vielleicht gar nicht, ja, wer ist jetzt die Barbara, wie hat die ausgeschaut? Gelebt hat so um 300 nach Christus. Einen handlichen Vater hat es gehabt. Der Vater, nein, der hat bloß eine Religion gehabt, Geld. Und die andere Religion waren seine ganzen Götter. Der hat für alles einen eigenen Gott gehabt. Fürs Geld, fürs Essen, fürs Schlaufen, fürs Aufstehen, fürs Geschäft, das man jeden Tag so macht. Kurz, für alles. Und für all seine Götter hat es Gebete gegeben. Für all seine Götter hat es einen Brauch gegeben. Aber in der Zeit, mei, da ist schon langsam, ja ganz langsam und ganz leise. Und es war verboten. Der christliche Glaube. Nicht aufkommen, aber langsam so ein bisschen in den Teich kommen. An den einen Herrgotten glauben. Na, mit so einem Krampf braucht es mir gar nicht kommen. Als kann der eine Herrgott für alles zuständig sein. Na, 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 na. Zunner hat einen eigenen Gott. Der Mond hat einen eigenen Gott. Alles hat einen eigenen Gott. So ein Krampf, ein Herrgott. So ein nascher Kerl. Also, wenn du mich fragst, hat der ein Herz gehabt, das mal ein Stuhlklumpen gewesen sei. Vielleicht war es ein Erzklumpen. Aber er hat auch eine gute Sache an sich gehabt, nämlich sein Dirndl, die kleine Barbara. Mei, die hat er gemickt, die hat er geliebt. Mei, und jetzt ist es größer geworden, immer schöner geworden. Und jetzt hat er ja gewusst, wie nasch es in der Welt zugeht. Wie nasch manche Menschen sind,
manche Leute sind. Na, da muss ich mein Dirndl ein bisschen schützen. Und er hat von seinem ganzen Gold, hat er ja genug gehabt, einen Turm bauen lassen. Und in den Turm ist jetzt das Dirndl gekommen. Mit Mägden und den besten Lehrern zur damaligen Zeit, den man mit Gold kaufen hat können. Und einer von den Lehrern, der war ganz heimlich, weiß wo der keiner wissen, der war der schon ein Christ. Und wenn der jetzt die Barbara unterrichtet und die Barbara immer fragt, weil ich kann es gar nicht glauben, damit oh Gott für Sonne, Mond, Beim, Blimmeln, Vegelzwitscher, dass für all dies immer einen anderen Gott gibt. Ja. Irgendwas. Und jetzt hat der zu ihr gesagt, Dirndl, hast recht. Einen Herrgott gibt's. Und jetzt ist neugierig geworden. Hat sie immer mehr von dem einen Herrgotten erzählen lassen. Mei, und dann hat er auch noch vom Heiligen Geist und von dem Baum von dem Herrgotten erzählt, von dem Jesus. Und das Dirndl, da ist was im Herzen passiert, ist ganz warm geworden. Und das Dirndl hat sich gedacht, mei, das stimmt. Immer mehr wollt's hören, immer mehr wollt's hören. Und dann ist eines Tages der Vater gekommen. Dirndl, geheiert wird. Ganz viele Prinzen kommen und wollen dich heiern, weil du so schön bist. Und weißt du was? Wir suchen den mächtigsten Prinzen aus, dann bist du mal Königin. Und ist Dirndl, na Vater, ich will nicht heiern. Geheiert wird? Es wird da, was ich gesagt habe. Aber Barbara wollte nicht und jetzt haben sie gestrien. Ich sag's eng. So gestrien und so harte Wort hat der nur nie gicher sein kleines Dirndl gehabt. Wenn ich wiederkomme von meiner Geschäftsreise, dann wird geheiert. Aber wenn ihr jetzt aufs Schiff geht, mei, das reinen jetzt die Worte gicher Dirndl. Und ihr laut Bauleit kommen und sagt, im Turm macht's eine neue Kammer mit zwei Fenstern und in der Mitte ein schöner Springbrunnen. Weil er gedacht hat, mei, wenn so was Schönes kriegt, dann wird's einlenken. Die Barbara aber jetzt zu die Bauleit. Der Vater hat gesagt, ihr sollt ein Drittsfenster machen. Ja, die Bauleit haben sich nichts gedacht und haben ein Drittsfenster gemacht. Die Barbara hat sich aber was dabei gedacht, so geeng. Drei Fenster für die Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist. Und soll ich eng nur was sagen? Der Springbrunner, weil er vierte war, den hat es von ihrem Lehrer, der schon Christ war, weihen lassen. Und dann hat sich Barbara selber taufen lassen. Ja, der Vater, weil er jetzt zurückkommt von seiner Geschäftsreise, sieht im Turm und sieht drei Fenster. Stubnarisch wieder. Haben die Bauleute mir das da, was ich gesagt hab. Und wer jetzt im Turm reingeht und Barbara zu ihm sagt, ich heier nicht und ich such da nur was. Ich hab mit Daffenlauer. Ich sag's eng. Da ist das bisserl Gute in seinem Herzen für sein Dirndl auch stuhiert worden. Das hat er nicht hören wollen. Selber ist er zum Statthalter gerannt, hat's angezeigt. Nachher hat es geholt worden. Der Statthalter, weil so jetzt gesehen hat und weil er so hübsch war, hat er recht geschmeichelt und sie sollte doch wieder die ganzen Götter wieder anbieten und opfern. Aber die Barbara war fest in ihrem Glauben und gesagt, na, das tut's nicht. Ja. Und in derer Zeit, wenn man nein gesagt hat, gerade was die Götter anbelangt, ist einem nicht gut gegangen, ist man gefoltert worden. Auf unmenschliche Art.
Also, das Kind engt nicht herstellen und verzollen mache ich es auch gar nicht. Aber wenn es jetzt einmal wieder zurückgebracht worden ist, hat sie ihr Gewand zu einem Kirschzweig verfangen. Und weil es auch gerade Winter war, kalt war, war das Zweigerl ja wehtut. Und Barbara hat sich gedacht, mei, so wie die Liebe vom Vatern zu mir. Mei. So hat sie das Zweigerl in ihren Becher gestellt. Und mit dem bissel Wasser, was sie gekriegt hat, und mit ihren Tränen, hat sie das Zweigerl halt in ihren Becher gehalten. Und soll ich irgendwas sagen? Nach ein paar Tagen fängt das Zweigerl plötzlich wieder an zum Blähen. Und weil es voll bläht hat, das Zweigerl, um es geholt zu ihrem letzten Tuch. Denn der Henker hat schon auf sie gewartet, mit dem Richtschwert. Aber ich suche irgendwas. Der Vater selber hat das Schwert dann in die Hände genommen und hat sein Dirndl in den Kopf angeschlagen. Das hat der Herrgott im Himmel nicht allein können. Und sofort hat er einen Blitz oben geschickt, der den Vater unterschlagen hat. Die Barbara aber sitzt seit der Zeit oben im Himmel und schaut auf die Bergleit, damit sie wieder rauskommen aus ihrem dunklen Schacht. Aber nicht bloß auf die Bergleit schaut die Heilige. Ich suche einmal auf wen, der nur so ausschaut, habe ich mir aufgeschrieben. Sie schaut auch auf Waffenschmiede, Sprengmeister. Zu ihr kann man auch gut gehen, wenn es gewittern tut. Die Feuerwehr, nicht bloß der heilige Florian schaut auf die Feuerwehr. Nein, zu Barbara kann man auch bitten. Auch bei Feuergefahren kann man zu ihr gehen. Handwerker können auch einige zu ihr gehen, bei Maurer, Steinmetz, Zimmerer, Dachdecker, Elektriker, Metzger, Kech, Glöckner, Glockengießer, Hutmacher, Buchbinder. Goldschmiede können auch zu ihr gehen. Bauern, alle Dirndln, alle Mordln können zu ihr gehen. Und wenn du im Stern liegst, für eine gute Todesstunde kannst du auch zu ihr gehen. Wenn du Fieber hast, ist auch gut. Und bei Pest und jedem Tod. Mei, bei Pest fällt mir was ein. Wir haben zwar keine Pest, aber wir haben Corona. Und darum finde ich, heuer können wir alle auch gut zur heiligen Barbara gehen. Weil vielleicht hilft es uns ja eigentlich ein Corona, wenn wir zur Heiligen bitten, damit es nächstes Jahr nicht mehr ganz so gar ist. Ja, und wenn wir jetzt bei der Heiligen sind, normalerweise waren wir in der Kirche, normalerweise darf man alle singen, wir dann auch beten. Und beten haben nicht bloß die Bergleit unten im Schacht, damit sie wieder heil aufkommen. Die Kinder von den Bergleit haben auch ganz eigene Gebete gehabt. Merkt's mal auf. Lieber Gott, ich flehe zu dir. Beschütz den guten Vater mir. Dort unten in dem tiefen Schacht, gib auf seine Schritte Acht. Der treue Engel sei ihm gut und segne alles, was er tut. Und lass ihn bald zu Hause sein, den lieben guten Vater mein. Amen. Gibt nur ein Gebet. Ein bisschen kürzer. St. Barbara bei Tag und Nacht. Fahr mit dem Vater in den Schacht. Steh du ihm bei in jeder Not. Bewahr ihn vor jähem Tod. Amen. Ja, die heilige Barbara. Und wenn ich klar war, hat es für uns einen Brauchtum gegeben, der ganz wichtig war für uns Kinder. Denn das war
Ich sage jetzt mal, wäre ein anderer Adventskalender. Man war ganz aufgeregt, wenn der Großvater ausgegangen ist und Zweigerln abgeschnitten hat. Der Zweigerln gibt so eine Regel, wenn man das schneiden will. In der Nacht vor der heiligen Barbara, im Hemd, heutzutage darf man sagen, im Schlafanzug, also im Hemd, leise, ohne zum Gockeln mit dem anderen, machen wir so ein Zweigerl schneiden. Und dann stellt man es so wie die heilige Barbara. Ja, die hat es in einem Becher gestellt, wir Kinder es jetzt in Waserl stellen, in der Wasel. Wir kümmern uns jeden Tag darum, damit Wasser drin ist. Ist ganz wichtig. Denn wenn das Zweigerl verdorrt, mei, haben wir ein schlechtes nächstes Jahr. Wenn an den Zweigerl aber langsam wieder Knospen kommen und das aufbläht, und umso schneller das aufbläht, umso mehr das bläht, umso ein besseres Jahr ist das Jahr drauf. Das haben früher die Leute geklappt, wenn es um Gold gegangen ist, die Bauern haben es geklappt, dass er gut nächstes Jahr wird, die jungen Dirndln haben geklappt, wenn es aufbläht, umso schneller da ich heiern. Manche haben sogar Zederle von Heiratskandidaten an die Zweigerle gehängt und das Zweigerle, das am ersten Blade hat mit dem Namen, das war der Heiratskandidat. Und das Barbara-Zweigerle und die Barbara-Streiche, die Barbara-Bein, waren auch ganz lang bei uns, bis ins gute 19. Jahrhundert, waren das bei uns auch die Christbein. Da sind dann am Heiligabend Zuckerwerk und Zuckerstangerle hingehängt worden. Also Christbein hat es bei uns in der Gegend lang nicht gegeben, sondern das hat man mit Barbara Zweigerle gemacht. Ich finde, heutzutage kann man ein Barbara Zweigerle gut haben holen, einer holen. Man kann es durchaus auch, wenn es bläht, schön schmücken und dann ist es am Heiligabend auch was Schönes. Wenn beim Christbaum ein schönes Barbara Zweigerl steht. Und der heilige Barbara, mit den Zweigerl, wenn man orakeln dort, so geht es auch mit dem Dorf von der heiligen Barbara. Mit dem Dorf von der heiligen Barbara gibt es nämlich auch so ein paar Bauernregeln. Geht Barbara im Klee, kommt's Christkind im Schnee. Barbara im weißen Kleid verkündet eine gute Sommerzeit. Knospen an St. Barbara, zu Christkind blühten da. Mei. So viel Brauchtum, so viel Wichtigkeit um Urheilige. Und so können wir es heuer nicht feiern, so richtig, wenn wir es eigentlich gern taten bei uns in Sulzbach-Rosenberg und sicherlich auch in die ganzen anderen Bergbaustädte. Aber der Vorsitzende, der Armin Kraus, unserer Bergknappen, der erzählt euch jetzt ganz genau, weil wir in Sulzbach-Rosenberg in einem normalen Jahr Barbara feiern dann. Also in diesem Sinne, bleibt's gesund und Glück auf! Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Freunde der Bergbautradition, als erster Vorstand des Bergknappenvereins Sulzbach-Rosenberg darf ich Sie alle mit unserem Bergmannsgruß Glück auf recht herzlich begrüßen. Ja, am 4. Dezember hat unsere Schutzpatronin, die heilige Barbara, ihren Namenstag. Ihr zu Ehren feiern wir alle Jahre das Highlight des Vereinsjahres, die traditionelle Barbara-Feier. Aber dieses Jahr, Corona-bedingt, leider nicht. Das ist seit 1945 das erste Mal, dass sie nicht stattfindet. Aus diesem Grund will ich kurz den Ablauf dieses Festtages der Bergleute schildern. Der Festgottesdienst und die Barbara-Feier finden immer am Samstag nach dem 4. Dezember statt. Treffpunkt ist vorm Sperberbräu,
Von da aus geht ein Kirchzug, den die Bergknappenkapelle anführt, zur Kirche. Ein Jahr findet der Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Marien und das andere Jahr in der Christuskirche statt. Beim Kirchzug tragen unsere Bergleute voller Stolz ihre Bergmannstracht mit Schachthut und Häkel. Unsere Patenvereine aus Auerbach und Königstein nehmen auch daran teil. Es marschieren auch Landrat, Bürgermeister, Stadträte und befreundete Vereine im Kirchzug mit. Am Kirchenportal angekommen, werden wir vom Pfarrer empfangen. Wenn alle Platz genommen haben, ziehen die Fahnen mit ihren Begleitungen ein. Der Festgottesdienst wird musikalisch von der Bergknappenkapelle umrahmt. Die Predigt ist meist auf die heilige Barbarafeier ausgelegt. Das Ministrieren, das Vorlesen der Lesung und der Fürbitten werden von uns Bergleuten übernommen. Nach dem Gottesdienst treffen sich alle im Gasthaus Wagen in Großenpfalz zum gemeinsamen Mittagessen. Im Anschluss beginnt die Barbarafeier. Nach der Begrüßung durch den Vorstand folgt eine Totenehrung, bei der alle Namen der verstorbenen Mitglieder seit der letzten Barbarafeier vorgelesen werden. Dann folgen Grußworte von Politikern und Vereinen. Zwischen den einzelnen Programmpunkten spielt die Bergknappenkapelle in voller Besetzung. Sie studieren alle Jahre extra Stücke ein, die sie nur zur Barbarafeier dann zum Besten geben. Der Höhepunkt des Nachmittags ist immer die Festrede. Sie wird in einem Jahr von einem Bergmann und im anderen von einem Außenstehenden gehalten. So hielten unter anderem schon Reden Bundesvorstand Wadenga, Bürgermeister Goeth, Stadtrat Bender, Landesvorsitzender Jäger, Stadtheimerpfleger Lommer, zweiter Bürgermeister Koller, die Vorsitzende des Stieber-Fähnleins Weiß, Rohrwerkchef Reitzel, Maxhütten-Direktor Leis, Bergbaudirektor Kirschock, Markscheider Popp, dritter Bürgermeister Reitzenstein und viele, viele mehr. Zum Schluss der Feier werden Mitglieder für 25, 40, 50, 60, ja und sogar für 70 Jahre Mitgliedschaft im Bergknappenverein geehrt. Nach der Ehrung und dem obligatorischen Zeitungsbild spielt die Kapelle das traditionelle Steigerlied Glück auf. In Sulzbach-Rosenberg werden immer drei Strophen gespielt. Dabei erheben sich beim Beginn der dritten Strophe, wenn es heißt ins Bergwerk ein, alle Anwesenden und grüßen sich am Ende mit einem herzlichen Glück auf. Es folgt noch ein gemütlicher Nachmittag mit den Klängen der Bergknappenkapelle unter der Leitung von Gerhard Böller. Ja, so wäre es auch heuer wieder gewesen. Ich darf Sie aber jetzt schon alle einladen, für das nächste Jahr an unserer traditionellen Barbarafeier teilzunehmen. Denn sie darf von jedem besucht werden, nicht nur von Bergleuten. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Gesundheit, gute Genesung, eine schöne Weihnachtszeit und ein hoffentlich normales Jahr 2021. Glück auf, Ihr Armin Kraus. Yeah.
damit so fahren wir bei der Nacht, und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk. Bei der Nacht aus Felsgestein, aus Felsgestein. Und hier ich heim zum Mägdelein, dann erscheint des Bergmanns Gruß bei der Nacht, dann erscheint das Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück bei